Hey Leute und ein schwammiges Hallo, willkommen zurück. Hier bei SpongeBob. Ah, der schon wieder. So. Huch. Weiß jetzt nicht genau, wie man den ausschaltet. Okay. So. Okay, die glaube ich konnte ja keine. So, ist fast schon wieder eine Woche her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Heilige Steuerung und so. Oh. Geh mal weg da. Helikopter und so. Okay, schon besser. Wir müssen mal wieder zu SpongeBob wechseln, glaube ich. Ah, okay, die sind. Ich weiß echt nicht, wo der hinschießt. Weniger. Du sagst es. Okay. Dabei müsstest du schnell zu SpongeBob oder Patrick wechseln. Wo war denn hier nochmal die Wechselstation? Weiß ich leider jetzt nicht mehr. Da geht's nach draußen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war sie. Da unten nicht. Da ist nur der Ball. Gott, wo waren die? Irgendwo war die. War doch in der Nähe von der Bank, oder nicht? Sag mal, spawnt der auch immer. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Kann sein, dass da hinten war. Nee. Ich bin, glaube ich, jetzt ein bisschen lost. Nicht du schon wieder. Nee, weil hier ist nur der Ausgang. Na, wenn das mal nicht Sandy Cheeks ist. Na, wenn das nicht mal die Puffy ist. Hallöchen, Mrs. Puff. Ja, geil. Geiler Dialog. Und tschüss. Autsch. Ich mach dich kaputt. Ja, wir brauchen noch eine Hose. Eine Erfrischung. Ja, ja. Igitt. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Oh. Hallo, Sandy. Hey, Kumpelblase. Naja, ist ja egal. Wir werden ihn schon finden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas gebraucht haben.
Ich weiß halt echt nicht, wo diese Wechselstation ist. Gut, da hinten könnten wir jetzt aufmachen. Aber ich weiß echt nicht, ob wir noch schon alles hier gesammelt haben. Wait mal. Achso, die haben wir schon. Erlerne Sandy Moose. Ende der Straße. Ich meine, über die ganzen Level müssen wir wahrscheinlich eh irgendwann noch mal rein. Ach verdammt, müssen drauf bleiben. Müssen ja drauf bleiben, ne? Ah, da ist der Exit. Ach, da hinten ist noch ein. Ah, cool. Da ist die Socke. Wie komme ich da rauf? Ich glaube, wenn ich wieder wegschwinge. Es ist halt nervig. Wir müssten das Tor hier wahrscheinlich aufmachen. Aber warte mal. Da ist die. Hey Gary! Hey Gary! Mau! So. So, jetzt haben wir hier quasi die Stehnadel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein anderes Level ist. Aber wahrscheinlich zählt es dazu noch. Ah. Machen wir mal später. Ich will mir erst durchgucken. So. Wow. Das sind viele. Da oben ist jetzt Exit. Aber. So. Exit. Da hinten ist die Socke gewesen. Meine Frage ist nur, wie komme ich dahinter? Was kann es sein? Haha! Bitte! Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Weiß ich nicht. Die kann jemand gebrauchen. Die Frage war hier noch irgendwas. Weil dann würde ich vielleicht erstmal zu die Seenadel gehen. Weiß jetzt halt nicht, ob das ein anderes Level ist oder so. Aber gucken wir einfach mal, ne? Ja.
Holy fuck. Oh, Entschuldigung. Die Seenadel. Was genau soll ich hier machen? EN? Ach, Busstopp, da ist. Ach, so schaut es nochmal aus. Ach, ich glaube, ich habe es gesehen. Ahoi, Sandy. Ihnen einen guten Morgen, Mr. Krabs. Wie? Weiß halt nicht genau, was ich hier machen soll. Bin ich ehrlich. Ja. Sandy macht die halt schön weg, ja? Nimm das. Da brauche ich halt, glaube ich, aber ich guck noch mal schnell. Gameplay. Ich bin schon. Genau, Sandy hat keine. Nee, Sandy hat keine. War das jetzt? Nee, es war Patrick, glaube ich, oder? Mit der Arschbombe. Tun wir die schnell wechseln. Kann ich auch Patrick nehmen? Nö. Ach, ist gleich ganz gescriptet, ne? Ah, ne, SpongeBob aus, genau. Dann steht quasi nicht jeder Charakter jeden Level zu. Ja, gut. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Was ist die Seenadel? Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tickies hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Oh. Warum sollte ich die Tickies zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Alter, Alter. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Alter, jetzt ist er komplett salty, der Schwamm. Jetzt ist halt die Frage. Spiele ich mit SpongeBob oder Sandy weiter? Sagt er was Neues bei mir? Nö. Weil Sandy ist halt im Kampf besser, ne? Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass die Sandy hier alles wegballern kann. Sandy ist halt komplett OP. Hier brauche ich wieder SpongeBob. Alter. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Es wäre schon sinnvoll, mit SpongeBob zu machen. Da braucht er echt die scheiß Arschbombe. Ja.
Ah ja. Oh, wie funkelnd. Boing. Okay. Ach. Das ist sehr verwirrend. Die Kamera. Boing. Komme ich da doch rein? Ja, jetzt haben wir es, glaube ich. Ich habe keine Höhenangst. Ich habe keine Höhenangst. Ich habe keine Höhenangst. Du auch nicht? Okay. Ja, genau deswegen, ne? Oh, das war jetzt halt richtig gut, Alter. Bin ich so gut im Zielen? Habe ich das schon mal erwähnt? Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich die Blatt mache. Die müssen doch explodieren. Ich bin gehangen. Ah, ein Gelber ist noch da. Boing. Na komm, explodier. Aua. Jetzt hat. Krieg den Gelben? Nein. Krieg ihn wieder nicht. Die Kamera ist sehr... Jetzt hat. Boing. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Alter, das ist ja... Ah ja. Wir müssen noch zu S. Zerstöre alles. Ja. Hier ist noch einer. Wow, von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. Boing. Muss die von oben, glaube ich, treffen. Hm? Nein. Da ist jetzt kein Explodierender dabei. Ich das richtig gesehen habe. Uff. Ja. Ach komm. Nein, so knapp. Nix, aua. Jawohl, jetzt haben wir sie. Ich glaube, es müssten alle gewesen sein. Aber wie komme ich denn nach Süden? Wie komme ich nach Süden? Ich musste aber nicht mit das Handy lang, oder? Vielleicht doch wegen dem Lasso-Trick. Gute Arbeit, mein Junge. Oh, hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. Haben wir geschafft, ne? Haben wir es geschafft. Im tiefen blauen Meer gibt es noch mehr goldene Pfannenwände. Ja, okay. So. Ich glaube, die wird gleich angezeigt, oder? Ah, wenn du die Wanderblase beherrschst. Also müssen wir noch mal her. Aber, na gut. Na gut. Dann gehen wir wieder. Huch, dunkel.
Oh. Zerstört. Müssen wir mit dem Ball noch was machen? Ich bin Rollkaspel. Jaui. Das ist irgendwie alles resettet, ne? Autsch. Oh ja, das war's komplett jetzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach so, das war das. Das ist eine Lampe. Ich hätte gleich zum Handy wechseln sollen. Was ist die da hinten? Ich suche halt echt immer noch diese Bushaltestelle. Ach, da ist sie. Da ist sie ja. Und sagt nichts. Ist nicht eigentlich noch ein Erfolg, in den Leuchtturm zu kommen? Weiß ich jetzt nicht, ja? Ende der Straße. Muss ich nochmal gucken. Ich war gleich mit SpongeBob irgendwie. Ah, das waren die Dinger, genau. Das waren die Lenkräder. Ich würde sagen, wir gehen ins Exit. Ich glaube, ich gehe ja komplett den Umweg, oder? Warte, diese eine Schachtel noch mal. Ah ja. Ja. Muss reichen. Für den ersten Versuch. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Ja, natürlich. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Boah. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Also, ich muss die jetzt nicht mitnehmen oder so? Nö. Ja, und ich dachte, es ist Exit, ne? So, Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Diese Antenne auszutauschen. Über die Dächer, ja. Also, bleibt dran. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wiederschauen. Reingehauen, meine Freunde.